2 Minuten für Dino wird präsentiert von Sporttipp. Fribourg mit dem Gerd Zehnhäusern den ersten Sieg eingefahren. Das wird das Rezept sein müssen. Alles, was rundherum passiert, ist grundsätzlich egal, ob der Sportchef fehlt oder nicht. Das wollen sie scheinbar nicht korrigieren. Was zählt im Moment ist, was auf dem Eis passiert. Und da hat der Gerd einfach die Vorgabe, er muss die Mannschaft defensiv stabilisieren. 2 oder 3 Gegengol, mehr leidet es einfach nicht. Ist viel einfacher als immer 4 oder 5 Schüsse. 2 oder 3 kriegen, das muss man herkriegen. Ist eine Frage von Disziplin und nicht vom Talent. Und man sieht mit dem Zehnhäusern, das geht. Es braucht nicht immer einen Trainer, der gerade aussieht, als ob er an ihren Stein durchlassen würde. Sondern es geht auch mit freundlichen Typen, die an den Spieler appelliert, dass sie ihren Stolz zeigen. Man kann eigentlich nur hoffen, dass das besser wird. Man hat das Gefühl, die Schiedsrichter haben sich gesteigert. Man hat eine gewisse Steigerung auf dem Eis gesehen. Jetzt aber der Fall Ambri, wo klares Goal erstmal nicht gesehen wird und dann das Management der Schiedsrichter wieder an letztes Jahr erinnert, wo man Fehler irgendwie vertuscht hat oder wegdiskutiert hat. Das erinnert stark an das Verhalten von Politikern, die nichts zugeben, bis man es quasi schwarz auf weiß sieht und noch vorhalten. Das ist eigentlich nicht sehr gut. Also, das ist noch gelinde ausgedrückt. Man will von den Schiedsrichtern noch eins hören, wir haben einen Fehler gemacht, es tut uns leid. Und dann ist uns der Wind aus der Segel genommen. So bieten sie wieder Angriffsflächen, die völlig unnötig sind. Also, ich verstehe nicht, wie man sich immerhin schon im zweiten, dritten Jahr immer noch so falsch verhalten kann. Mit dem Guy Boucher gesehen, es wird hart, es wird streng. Es ist ein Mann, der fordert, der seine Leute auch herausfordert die ganze Zeit. Und das ist ein akribischer Arbeiter, der von seinen Leuten genau das verlangt. Und man sieht jetzt beim SCB auf dem Eis, die Resultate werden besser, die Eigenzone ist besser im Griff. Eigentlich eine Steigerung durch das Band. Und was danach kommt, ist ganz logisch, die Resultate werden besser. Der SCB gehört jetzt dann bald wieder zur Spitze. «2 Minuten für Dino» ist präsentiert worden von Sporttipp.